Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem weiteren Discard-Bingo auf meinem Kanal. Und heute geht es um das Food Hero Upgrade Pack. Das heißt, im schlimmsten Fall muss der Verlierer heute dieses Hero Upgrade Pack machen, das Pack ziehen und den Spieler, der da rauskommt, discarden oder eine SBC ballern. Und mit dabei ist heute mal wieder der Prons. Was geht? Nee, was geht ab, Leute? Prons ist auch am Start. Ja, ist halt komplett Glückssache dann am Ende. Ne? Entweder man hat richtig Glück oder Pech. Also wenn man Ginola zieht, also eigentlich ist ja Glück, ihn zu ziehen, aber am Ende ist es auch Pech, weil den muss man dann discarden. Also ist es auf jeden Fall unangenehm, wenn man verliert und am Ende dieses Pack discarden muss. Das wäre schon sehr, sehr eklig. Deswegen, mein Ziel ist heute zu gewinnen. Ich will nicht nur gewinnen, ich will mindestens mit 2 Punkten Vorsprung gewinnen. Ihr könnt zurückspulen am Ende des Videos, euch die Szene nochmal angucken hier. Das wird gemacht. Leute, diese Discards stehen hier heute auch noch auf dem Spiel, die ihr hier gerade auf der Tafel seht. Das heißt, nicht nur das Hero Pack, sondern auch das alles kann getroffen werden, je nachdem, wie hoch der andere gewinnt. Und ich würde sagen, dafür könnt ihr auf jeden Fall mal wieder einen Daumen hoch da lassen. Letztes Mal haben wir 6.800 Likes geschafft. Wie viel machen wir diesmal, Danny? Boah, dann müssen wir aufstocken, auch weil es um einen wilden Discard geht. Wir machen 7.500. Wir gehen Step by Step höher. Okay, Freunde, das ist die nächste Challenge an euch. Macht auf jeden Fall mit. Like das Video, lasst ein kostenloses Abo da. Und bei Danny gibt es auch ein Video auf dem Kanal. Könnt ihr gerne abchecken. Und ich bin gespannt, ob heute hier dieses Feld hier getroffen wird. Mal gucken. Dieses Video wird von OneFootball unterstützt. Gönnt euch die App, Link in der Beschreibung. Freunde, wir haben wieder 12 Minuten Zeit, wie immer im Discard-Bingo. Wir haben Promo-Sets am Start, die wir beide ziehen dürfen, wann wir wollen. Und ich würde sagen, der Timer läuft in 3, 2, 1. Die Zeit läuft. Let's go. Okay. Ist ja klar, was hier die schwierigsten Sachen sind. Hero ganz schwer zu ziehen. Münzen ist eigentlich easy und habe ich auch direkt im ersten Pack. Nice. Okay, 3 Franzosen in einem Pack. Darauf muss man eigentlich am Anfang etwas achten. Und wenn man das abgeschlossen hat, dann kann man hier durchrushen. Weil Hunter fällt eigentlich ganz gut auf. 91 plus Pace, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Dann gehe ich mal hier rüber. Komm. Pace, das sind keine Franzosen. Nee, nichts dabei. Ah, am Anfang ehrlich kompliziert. Deswegen mache ich jetzt auch das hier direkt. Oh, 3 Spanier in einem Pack, aber das bringt mir nichts. Und ja, was mir gerade auffällt, dieses 81 bis 86er Pack, ne, ist gar nicht mal so schlecht, weil es ja auch Rule Breaker mit 85 und 84 gibt. Weißt du, die Chance, die da zu ziehen, ist gar nicht mal so gering. Ja, das stimmt. Aber man kann halt nicht so ein Haaland oder so ziehen, das ist halt ein bisschen bitter. Fürs Bingo ist nice, aber für so Portemonnaie sage ich eher weniger. So, ach so, was mir gerade einfällt, das wäre bei Conference League und so ein Shit auch so. 84er Rule Breaker ist wahrscheinlich wieder kein Walkout. So richtig schlecht einfach. Digga, ich habe sogar 5 Franzosen in einem Pack. Was ist denn jetzt los? Was redest du denn? Ah, oh. Du hast das Pack mit 12 Spielern oder so aufgemacht. Okay, da geht dann auch mal rein. Wer sagt sowas? Wer sagt sowas? Wer sagt sowas? Dann gucken wir mal hier weiter. So. Warte mal. Du hast bei mir, 2 Franzosen. Egal, ich schaffe ihn. Oh, Walkout! Walkout! Scheiße. Das kann ja nur ein 86er sein. Das kann ja dann maximal nur ein 86er sein. Und das ist ein 86er. Und das ist Koulibaly mit 81 Tempo, nicht 91 Tempo. Aber den Walkout, den hätte ich schon mal. Hier direkt im 3. Pack oder 4. Pack oder so. Nice. Ja, wieder nur 2 Franzosen. Ich werde komplett geprankt und die sind alle so langsam. Ich dachte, 91 Pace wäre auch easy. 91 Pace haben wir dann auch geknackt. Und da haben wir die 3. Kategorie. Was hast du am Anfang gesagt? Ja, warte doch noch ab. Was kriege ich aber für Spieler, Mann? Ja, ist respektlos. So, dann gehen wir jetzt auch mal rüber zu den anderen Packs, weil jetzt brauche ich nämlich ein paar Coins und Hunter und die hole ich mir hier raus. Was ist das denn? So, geil, Mann. Aber wer zuletzt lacht am besten, Leute, deswegen erstmal Ruhe hier im Karton und durchziehen jetzt. Einfach Packs spammen. Wir haben noch viele Minuten Zeit. So ein Rulebreaker Walkout wird direkt alles drehen. Alles. Oh, Rulebreaker Walkout! Schweiz! Zakaria! Ist der Walkout? Ja! Obwohl, Walkout habe ich das ja eh schon, aber egal. Egal. Ja, what the fuck, Mann? 7,5K-Pack, Danny. 7,5K-Pack, Rulebreaker, Zakaria. Scheiße, ich habe nichts, was so 30K plus oder so. Ah, diese Kategorie hätte ich aufschreiben müssen. So, Preisvergleich. Verarscht, ey. Oh, warte mal. Danny. Ich hab wenigstens jetzt was, was du nicht hast, nämlich Inform. Und ich habe jetzt auch was du schon hast, und das sind Free Coins. Leute, Zakaria kostet sogar was. Geil. Ich hab noch viel Zeit, alles gut. Junge, wie viel habe ich direkt abgeschlossen zum Start? Mir fehlen. Junge, das ist ja mies geil. Das ist ja richtig geil. 3 Franzosen in einem Pack. Das sieht auch ganz kritisch aus, da. Ja, aber die kriegt man schon ab und zu mal. So, jetzt komm Hunter. Ich brauche jetzt ganz schnell Hunter. Ganz schnell Hunter, Leute. Hunter, und dann kann ich hier die Packs spammen wie sonst was. Hab Hunter. Ja, wenn man da. Nice, das sind wir noch. Ich habe jetzt 3 Kategorien. Du hast mehr noch, ne?
Ich hab mehr. Na gut, aber ich habe noch ein paar leichte Aufgaben auch eigentlich, so vermeintlich einfach. Und Walkout sollte man auch kriegen, früher oder später. Ja, Rulebreaker ist halt auch schwierig, ne? Ja, sag ich dir ehrlich. Und wenn man so früh einen hat, das ist schon richtig, richtig big. Sehr geil. Richtig, richtig big. Ich habe aber auch schon echt viele Rulebreaker jetzt inzwischen gezogen. Locker 7, 8, 9 Stück, ey. Richtig heftig. Junge, ich habe gefühlt nicht mal welche, die über 80 Tempo haben. Bei mir haben so alle 60, 70 und so. Noch nicht drauf geachtet, was ist denn das? Geil, gerne weiter so. Ja, mit 89 Tempo, das Ding ist, in FIFA 22 haben gar nicht so krass viele Spieler 90 plus Tempo, also 91 plus. Einfach schon wieder Hunter. Oh moin, gibst einen ab? Kann ich mit dem anmarkern irgendwie? Ja, gib mir deinen nächsten Rule Breaker, dann sind wir dabei. Nee, da bin ich raus. Nee. Da bin ich ganz, ganz dick raus. Da bin ich sowas von dick raus. Komm schon, Inform ist eigentlich auch nicht so schwierig. Ich könnte heute eigentlich... Aber auf eklig könnte es echt passieren, dass du einfach keinen kriegst. Das wäre wichtig. Ja, ich könnte heute eigentlich alles abschließen, wenn ich ganz viel Glück habe. Hunter ist eigentlich easy, Inform ist eigentlich easy, Hero ist halt noch schwer. Oh, aber wenn es läuft, dann läuft's. Dann kann ich alles fertig machen. Ich habe schon wieder einen Inform. Mann! Was ist das denn? Und der ist auch natürlich kein Walkout. Und der ist natürlich auch nicht schnell. Der bringt gar nichts. Ich fand am Anfang, als die Hero-Karten ganz neu waren, so die ersten zwei Tage hat man die voll viel gezogen und gesehen. Jetzt irgendwie inzwischen... Nee, ich habe noch gar keine einzige. Ich habe zwei Icons, ich habe Ronaldo, ich habe Mbappé, alles gezogen, aber keinen einzigen Hero. Wieder Münzen. Oh. Du hast ja gefühlt am ersten Tag schon Hero gezogen, ne? Wo ist direkt haben wir gefühlt erstes Pack so, gell? Und danach wurden die dann selten. Shadow, nein, ich brauche Hunter, kein Shadow. Ich zähle die ganze Zeit so 84, 85 und sowas, aber... Wie schnell vergeht die Zeit? 5 Minuten sind schon um, 5,5 gleich sogar. Hälfte der Zeit gleich durch. Krank, ich hab gar nicht. Ich spüre immer noch nicht so einen Druck, ey. Ich hab die Packs gönnen eigentlich relativ so. Münzen schon wieder. Ey, das bringt nichts, wenn ich alle Kategorien 7 mal erfülle. Also ich muss mal ein bisschen andere Kategorien erfüllen. fühle ich. Also, wenn ich Hunter hab, dann gehe ich in die Promo-Sets, Freunde. Also, wir grinden jetzt den Hunter bei mir. Und wenn ich den hab, dann bam, hauen wir alle Sets raus. Shadow ist eigentlich nice, ne, weil es kostet 5.000, aber fürs Video bringt's halt nicht. Nichts. Hunter! Das war so klar, früher spielt der Muster kommen. Jetzt kriegst du, ich habe auch schon wieder Hunter. Jetzt kriegst du gleich in dem anderen Pack noch den Inform und dann ist er quasi unmöglich einzuholen. Dann habe ich alles außer Hero, ne, wenn ich jetzt noch den Inform bekomme. Oh, was ist das? Ne, 83? Ich will Icon einfach am Ende. Ich will Icon. Was sagst du, was Blitz-K.O. und hast dann mit einem Punkt gewonnen am Ende? Oder mit zwei? Komm schon. Icon im Discard-Bingo wäre halt auch mal echt wild, ne? Sag ich dir ehrlich. Dann hat der andere so Druck. So Walkout und ich glaube, das ist ein 90-plus-Walkout. 88-plus, oder? Ne, meine Augen können es wieder nicht erkennen. Ja, was Leute. Für Walkout und sowas passiert hier, Mann? Chesney. Ich bin sauer, was solche für Packs, Mann. Inform schon wieder, Inform. Digga, schon wieder 82 oder so. Das ist geisteskrank. Der ist auch schon wieder langsam. Der ist schon wieder lang. Und ich habe zwei Franzosen im Pack. Nicht drei, natürlich zwei. Ja, ich bitte euch. Die haben alle ein Bein verloren, so schnell wie die sind oder so langsam. Das Ding ist, wenn man so überlegt, so ein Saka, der hat einfach so 84 Tempo, ne? Das ist schon hart, ne? So, die haben vielen Spielern viel Tempo weggenommen. Tempo, ja! Gnabry. Walkout, okay. Wow, französischer Walkout, da könnte sogar noch was hinter sein. Comor, er ist sogar auch schnell. Geil. Oha. Und jetzt noch zwei Franzosen mit in den Packen, das war das beste Pack der FIFA-Bühne. Dann hast du Pace geschafft, dann hast du Walkout geschafft und Franzosen geschafft mit einem Pack. Ja, Franzosen leider nicht, aber egal, die Franzosen kriegen noch irgendwo hergegeben. Das heißt, ich bin auch ganz gut dabei jetzt. Danny ist jetzt echt gut dabei, ne? Den Inform hat er halt, ich habe dafür den Rulebreaker. Ich glaube, wir sind fast gleich auf, ne? Aber drei Franzosen in einem Pack, da bist du mir halt voraus. Ich habe langsam auch die ganzen Special Packs durch, das nervt. Und dass man im 7,5K-Pack drei Franzosen drin hat, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Komm, Inform, einfach ein Inform jetzt irgendwie. Einfach den Inform, dann habe ich hier schon so gut wie gewonnen. Dann habe ich hier wirklich so gut wie gewonnen, Freunde. Wahrscheinlich habe ich sogar übersehen, dass ich schon mal drei Franzosen hatte, weil ich dachte, kommt eh nochmal ein Special Pack. So, Kommentare sind bestimmt wieder voll, Leute. Danke dafür, danke für die Infos. Aber ich glaube, ich hatte bisher echt immer nur zwei. Jetzt sah aus wie Cristiano Ronaldo. Der war einfach da, der stand einfach da, das ist Suarez, aber der sah im ersten Moment aus wie Cristiano. Junge, wie viele Walkouts kommen hier vorbeigeflogen? Ja, was hast du für Packs? Jetzt mal Real Talk. Bro, Walkouts bei mir auf jeden Fall keine Rarität heute. Die sind da. Die mögen mich. Die mögen mich sowas von. Wie viele Walkouts habe ich schon gezogen?
Franzosen, bitte. Nein, ja. Ey, wenn ich die Kategorie nicht hole, dann kann ich das Ding hier nicht holen. Weiter geht's, ein Inform, einfach einen Billo-Inform, mehr will ich doch gar nicht. Der kann von mir aus ein 76er-Rating haben, so ein Ding ist das. Ich hab die so hinterhergeworfen bekommen, die Informs, ne, das war echt frech. Ja, so viele Warcalls, wie ich gezogen habe, so viele Informs hast du gezogen. Ja. Nee, die Informs, das wird nichts. Das wird nichts bei mir, es könnte aber Ferland Mondi werden, Griezmann, schade. Ein Special Pack habe ich mir noch aufbewahrt. Aber sagst du zum Ende nochmal öffnen? So auf Überraschungseffekt, letztes Pack. Worldbreaker! Spanien! ZOM! Oh, David Silva. Hä, Bruder, was passiert hier? Wieder 7,5K-Pack Worldbreaker. Oder? War das ein 25? Ich weiß es gar nicht. Bro, deine Packs sind frech, Mann. Ich zieh so durch, aber ich krieg gar nichts. Bro, wie kann man denn so krass Packluck haben, Freunde? Zwei Rulebreaker innerhalb von 12 Minuten, nicht mal innerhalb von 9 Minuten sogar. Das ist Junge. Ey. Und die ganzen Walkouts und so, alles, was bei dir da kommt, das ist krass einfach. Unnormal, da schlägt mein EA-Account wieder zu. Ich sag euch ehrlich, EA-Account gönnt ja komplett hier gerade. Ja, du gehst mit so einem dicken Plus aus dem Video, wenn ich das nicht noch drehe. Egal, was passiert, selbst obwohl, wenn ich so einen richtig dicken Discard hab, dann gehe ich hier nicht mit Plus raus. Komm, die letzten 2 Minuten laufen gleich. Die letzten 2 Minuten. Komm, ein Rulebreaker. Das ist machbar eigentlich, dass sie das noch holen. Aber es ist langsam jetzt eng. Ja, was brauchst du noch? Ja, Rulebreaker und 3 Franzosen im Pack. Und halt Hero, ob der jetzt rumkommt, ist sehr fraglich. Okay. Ja, ich Hero in Form. Das heißt, ich bin, glaube ich, nur mit einem vorne, ja, ne? Mit einem das heißt, gerade nur ein Discard. Ich brauche den Inform, das wäre ganz wichtig. 2 Discards. Dann ein Intro. Das Intro wäre doch so witzig, du sagst, du kriegst 2 Discards. Am Ende kriegst du 2 Discards. Hey, wäre schade. So ein Ding. Das wäre so wild. Karma, direkt Instant Karma. Nein, kein Bock zu Discarden. Ja. Das wird heute wieder schmackhaft. Die Discards, mit denen kennst du dich ja schon aus, ne? Gehört, da hast du schon einiges Discarded, dieses FIFA hier. Tschüss, wie viele Spieler sind in diesem Pack? Aber nicht einer ist Franzose. Ist verbuggt oder so? Ja, das finde ich auch gut. Kann gerne weiter so verbuggt bleiben. Let's go, komm schon. Der Inform, das kann doch nicht so schwer sein. Ich ziehe eigentlich in jedem Pack einen Inform und jetzt ziehe ich gar keinen. Wie kann sowas? Das geht gar nicht. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich, dass in der letzten Minute jetzt noch der Inform bei dir kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass der Inform bei dir kommt, als dass ich noch was hole, glaube ich. Ich hab 4 Brasilianer in einem 7,5K-Pack. Das Ding ist, du hast halt noch das 25. Ist das ein 25K-Pack oder ist das dieses 5-Spieler-Pack? Okay, weil da kannst du halt echt noch die Franzosen ziehen und dann geht's halt wieder ins Golden Goal mäßig, ne? Ja, aber das Golden Goal, ich muss halt dann im Golden Goal Rubik oder ein Hero holen, auch unwahrscheinlich. Also ja, eigentlich ein Inform oder ein Hero. So, Danny, 30 Sekunden noch. 30 Sekunden noch, die Zeit läuft. Wir machen es wieder so, wir sagen, wenn das letzte Pack da ist, und dann ziehen wir beide zusammen das letzte Pack. Nein! Komm schon. Ich hatte so viel Franzosen, eins geht jetzt noch. Dann ist noch gleich ein paar. Eins geht jetzt noch und danach ist das letzte. Also 2 Packs jeder jetzt noch. Das jetzt, zack, Zeit ist um. Und danach machen wir beide noch eins. Ja, ich hab das Special Pack noch. Da kann halt auch ein Rulebreaker kommen. Wahrscheinlich ist es wieder so ein richtig schlechter Inform, der so in die Ecke kommt. Also ich wäre ready. Okay, warte. 3, 2, 1, go. Go. Inform? Nein. Ich hab nichts. Das heißt, du kannst jetzt ausgleichen. Mein bester Spieler ist 80 rated in diesem Pack. Und Franzosen? Ein Franzose. Ja! Und damit muss ich nicht discarden. Ich glaube, du kriegst tatsächlich nur einen Discard, aber dieser eine Discard, der kann bei dieser Tafel auf jeden Fall schmackhaft werden. Und okay, das machen wir jetzt einfach mal fertig. So, Freunde, ich habe noch mal ein bisschen hier die Tafel verändert. Nicht, dass ich da beim Intro irgendwas vorgelesen habe oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es gemacht habe, aber damit Danny hier nicht weiß, was Sache ist. Sind schon teure Sachen mit dabei, ey. Zahl von 1 bis 9. Wo würde ich die teuren Sachen hinschreiben? Warte noch mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Damit ihr wisst, wie das hier funktioniert, ne? Ich glaube, wo man eigentlich nichts Teures hinschreibt, ist so die goldene Mitte, die 5. Die 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist ein Champions League Road to the Knockout. Gibt es da ein paar teure Kandidaten? Ich glaube schon De Jong, Timo Werner. Es gibt da auf jeden Fall ein paar teure. Und ich hoffe, dass du so eine zur Auswahl bekommst. Ich bin auf dem Markt, ich bin auf der Seite. Und
Ja. Nichts dabei oder was dabei? Nicht so viel dabei, sag ich dir ehrlich. Ich würde sagen, du kriegst von mir den vierten Spieler auf der Seite. Nice. Ist das? Ja, oh, wobei. Doch, ist der günstigste auf der Seite. Texera, der ist aber sogar zweimal da gewesen, der von Besiktas. Der ist sehr cheap. Ja, der eine war hier für 25 drauf, ist schon abgelaufen. Oh, und der andere sogar für 19. Der andere war für 19 drauf, aber ist auch schon abgelaufen. Immerhin habt ihr Packluck gesehen, Leute. Dann halt heute keinen teuren Discard, sonst immer teure Discards, dafür heute Packluck. So ein Ding ist da. Sind wir so, kauf den einfach, stoß den ab, musst du keinen SPC fertig machen für. Ja, man muss den einmal kurz suchen. So, ja, kein Plan. So, zack, ein runter. Zack. Ja, Leute, 7500 Likes einfach für das Packluck, Leute. Scheiße, ich hätte höher gewinnen müssen. So ein Inform hätte mir noch gefehlt. Trotzdem, Mann. Abonniert beide Kanäle, check Dannys Video ab und damit hast du nochmal die letzten Worte. Ja, hat Bock gemacht. Diese Battles sind ehrlich nice und man muss jetzt am Ende sagen, obwohl ich das Karten musste, bin ich sogar auch mit Plus aus dem Video rausgegangen. Das ist halt ehrlich sehr gechillt. Dementsprechend, Leute, auch mal Glück haben. Haut rein, ciao.